Klingt auch nichts, wenn wir da hochgehen. Gucken wir mal, was wir noch so finden. Da kommen wir einmal in die Kiste rein. Haben wir den Schnabel? Yeah! Können wir gucken, was die Eulen uns so zu sagen haben. Nix, aber hey. Oh, Manu. Lass das doch mal. Oh, Kirby. Hör auf. Okay. Der scheint nicht so empfindlich auf mein Schwert zu reagieren. Ich meine, es ist auch Kirby. Ja, ich finde den Zusammenhang auch noch nicht, aber naja, lass mich. Okay. Also irgendwie unterhalb, also runter von den Nupsis hier zu gehen, bringt irgendwie so überhaupt und gar nichts. Möchte ich mal meinen. Ist schon so gedacht, dass man halt dadurch an höhere Orte gelangt oder halt auch an andere Orte. Wie und wo genau? Keine Ahnung. Wir gehen hier mal runter und gehen hier mal lang. Aha. Wir sind am Anfang. Yay. Aua. Was denn das? Ja gut. Dann müssen wir jetzt erstmal gucken, wie wir zurück zu dieser Kugel kommen. Wir können auch, glaube ich, hier noch lang, ne? Hier waren wir, glaube ich, noch nicht weitergegangen. Na. Das hat ebenso schön geklappt. Dankeschön. Zu freundlich. Schlüssel haben wir nicht, ne? Doch, wir haben Schlüssel. Okay. Erstmal unter jede Vase gucken. Aha. Mhm. So, ich könnte jetzt hier die Kugel zurückwerfen. Wenn ich das denn wollen würde. Ich will aber auch hier gucken, was wir hier haben. Aha. Ich glaube, das war jetzt das erste Mal auf der anderen Ebene. Ja. Ich muss gerade überlegen, ob es tatsächlich da ist. Oder wo ich das Ding letztendlich halt hinschieben muss. Oh. Aha, eine Kiste. Komm ich irgendwo hin? Ja, aber nicht so anscheinend. Hä? Ist das doof? Wie soll ich denn da hinkommen? Die Dinger kann ich hier nicht verschieben. Hä? Bin ich gerade voll doof?
Habe ich heute so ein Verschiebproblem? Achso, hier war der Bosskampf, genau. Gut, ich verschiebe jetzt erstmal die Kugel dahin. Und hole mir die Kugel dann halt irgendwie auch mal wieder. Betonung liegt natürlich auf irgendwie. Lass mich durch. Ich bin zwar kein Arzt, aber lass mich durch. So, dann mal ganz kurz gucken. Nicht hier lang. So, das hier muss schon eingeschaltet werden oder ausgeschaltet, je nachdem, wie man es nennen will. Ist einfach mal dahin geworfen. Oh, wie gehst du denn mit den Sachen im Dungeon um? Ja, ganz pfleglich. So wie immer halt. Aua. War doch hier, ne? Ja, da ist ja die Säule, ja. Nämlich die Säulen schon gar nicht mehr wahr. So weit ist es schon mit mir. Wie kam ich denn jetzt da hin? Ich glaube, das war hier hinten über das. Die Treppe, die auch bei der Kiste war. Man weiß natürlich genau, was gemeint ist. Diese hier. Na, guck mal, da haben wir auch noch eine Säule. Hier kann ich dann Dinger verschieben, okay. Aua. Ich glaube, hier bin ich gerade nicht richtig. Nö. Das heißt, wir müssen da oben durch, ne? Bitte sag mir, dass es richtig war. Bitte sag mir, dass es richtig war. Bitte sag mir, dass es richtig war. So. Das haben wir. Und ich bin hier natürlich richtig. So, das war die dritte Säule. Jetzt natürlich halt so die Frage, wie kommen wir zur vierten mit der Kugel? Denn da unten kommen wir nicht durch. Das heißt, wir müssen einen anderen Weg dafür finden. Gucken wir mal. So, verschieben mit dem Ding geht auch, okay. Hätte ich auch einfach in der Hand lassen können, ne? So. Müssen wir halt jetzt wieder irgendwie da hinkommen. Und dann die Kugel irgendwie dann so durchtragen.
Muss aber jetzt einmal wieder den Schalter umlegen. Ich habe gesagt, ne, der Tempel ist so ein bisschen so... Finde ich. Muss ich hier mal dazu sagen. Ich weiß auch nicht, ne, warum kommt man immer dazu, halt, ne, diese Dungeons in Zelda immer Tempel zu nennen. Ich habe keine Ahnung. Das war bei uns halt damals in der Schule dann, ne, halt unter Freunden so, ja, ich bin schon im Tempel so und so. Im Feuertempel. Im Tempel hast du nicht gesehen. Man nannte es immer Tempel. Ich habe keine Ahnung, warum. Aber es ist so. Na, ob ich hier jetzt gleich richtig bin? Ja. Yeah. Sehr schön. So langsam kann ich mir ein bisschen Wege merken. Wow. Aua. So, jetzt natürlich halt hier die Frage. Ja, ne? Wie komme ich hier durch? Ich meine, da oben kann ich auch noch eine Wand aufsprengen, ne? Oder? Oder komme ich da auch von der anderen Seite? Sprich, wenn ich da auf der gegenüberliegenden Seite halt das mache. Man muss ja mal gucken. Gucken, 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 gucken. Vielleicht nochmal Bumerang anlegen für das Leuchteding. Weil es mich nicht nervt. So, und dann... Ditte hier und Ditte hier. So, hier. Ja, das würde gehen. Okay. Hätte ich es mir gar nicht so umständlich machen müssen vorhin. Naja, was soll's. Ach, guck mal, da kann ich auch was legen. Aha. Das ist jetzt halt nur ein bisschen doof. Weil ich halt jetzt nicht an die Dinge rankomme, ne? Und kann ich mir hier das irgendwie so verschieben, wie ich es brauche? Nee, eigentlich nicht. Das ist halt das Blöde an den geraden Steinen, ne? Also entweder ich bin gerade einfach nur verblödet. Oder man kann die halt tatsächlich nicht so verschieben, wie ich es gerade brauche. Ob ich jetzt den Kugel halt hier rüber werfen muss, also halt einmal über die Steine und dann halt dazwischen gehen muss und dann nochmal über die Steine und dann einen Weg finden, dahin zu kommen. Oder ob ich gerade einfach so blöd bin, Steine zu verschieben, ne? Aber hier geht das halt auch nicht, ne? Die gehen halt alle, aber es bringt mir halt auch nichts. Außer... Ja... Das war jetzt doof, aber ja... So ähnlich. Oh, das klappt ja gut. Schön, dass wir darüber geredet haben. Das heißt, wir müssen die Kugel nach da unten bringen. Ach du Kacke. Na. So.
Einfach nur die Kugel retten, nicht, dass die gleich in ein Loch fällt, ne? Das wäre jetzt blöd gewesen. Dann müssten wir die halt nochmal komplett neu holen. Von da, wo wir sie anfangs geholt hatten. Das muss nicht sein. So. Jetzt hast du die Frage, kann ich es darüber werfen? Nein! Toll! Das heißt, wir müssten jetzt die Kugel wieder von dem Startpunkt holen. Yay! Yeah, weil ich es vergeigt habe. Aber das und vieles mehr machen wir dann erst in der nächsten Folge von The Legend of Zelda Link's Awakening. Bis dahin, viel Spaß noch, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.